Herr Präsident, Frau Kommissarin, werte Kolleginnen und Kollegen! Was lange währt, wird endlich gut, sagt man in Deutschland. Lange gewährt hat es ja. Und ich muss sagen, Singapur war sehr geduldig mit uns. Und ich gratuliere Singapur, dass Sie jetzt, wo Sie gerade die Verantwortung haben für die Koordination des Dialogs zwischen der EU und ASEAN, endlich zum Ziel kommen. Die Abkommen zeigen, dass Europa die verstärkte Kooperation mit Asien sucht zur Verwirklichung unserer Werte und Interessen. Wir brauchen strategische Partnerschaft. Wir wollen auch mit ASEAN eine strategische Partnerschaft zur Verfolgung von Sicherheit und Entwicklung im indopazifischen Raum. Wir wollen die Konnektivität zwischen der EU und Asien stärken, und wir wollen multilateral zusammenarbeiten. Und schließlich wollen wir die volle Anwendung der Menschenrechte von Meinungs- und Versammlungsfreiheit bis zur Abschaffung der Todesstrafe und ökologischen und sozialen Fortschritt. But I must also raise a problem in English so that the Singaporeans will also understand. Public debt titles should not be covered by investment protection agreements. Since the financial crisis of 2007, the EU has standards and procedures if a government defaults on its debt and the debt needs restructuring. Here, the Singapore IPA creates a loophole. As the German business daily Handelsblatt writes today, the IPA increases the threshold for investor consent in debt restructuring procedures vis-à-vis the level that otherwise exists in the EU. Investors that operate under this IPA would be privileged over other investors. That's unacceptable. That's why we demand that the IPA should not be voted tomorrow until Annex 4 on public debt would be removed. Thank you.